Hallo zurück bei Bildungshacks, ein Format von der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Heute geht es um ein Thema, das nach wie vor zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. Digitale Inklusion bzw. Diklusion. Dafür habe ich heute Fabio Priano und Lea Schulz zu Gast. Lea ist Sonderpädagogin und Studienleiterin im Bereich Inklusion und digitale Medien. Fabio ist Förderschullehrer an einer Schule mit körperlich behinderten Schülerinnen und Schülern. Hallo Lea, erstmal grundsätzlich, was steckt hinter dem Begriff digitale Inklusion? Bei digitaler Inklusion geht es erst einmal um Teilhabe, Teilhabe an Bildung, Teilhabe an der Gesellschaft und die findet natürlich auch im Netz statt. Ich unterteile immer gerne in 5 Ebenen. Die unterste Ebene beschreibt das Individuum. Da geht es beim Einsatz von digitalen Medien in der Schule hauptsächlich darum, eine Beeinträchtigung zu kompensieren. Also es geht um eine unterstützende oder assistive Technik. Und auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sehen, dass digitale Medien selbst auch behindern können. Beispielsweise kann natürlich jemand, der gehörlos ist, nur sehr erschwert an einer Videokonferenz teilnehmen. Dann geht es auch in der nächsten Ebene um die Unterstützung des Lernens der Schülerinnen und Schüler durch digitale Medien. Dabei kann ich ein Setting schaffen, in dem wir besonders individualisiert lernen können und in dem auch heterogene Lerngruppen besser zusammenarbeiten können. Und ich kann natürlich auch die Lehrkräfte unterstützen, die Pädagoginnen und Pädagogen, damit sie mit digitalen Medien besser lehren können. Und in der 5. Ebene, ganz oben, geht es dann darum, die Schülerinnen und Schüler in Sachen Medienkompetenz fit zu machen, damit sie an der Gesellschaft teilhaben können. Soweit zum Begriff. Was braucht es deiner Meinung nach, um den Unterricht deklusiv zu gestalten? Also die Grundvoraussetzung für einen digital inklusiven Unterricht ist erst einmal überhaupt ein inklusiver Unterricht. Ich brauche eine ganz gewisse Haltung. Ich brauche eine Idee davon, wie ich allen Schülerinnen und Schülern begegnen kann und wie ich es dann auch schaffen kann, zu individualisieren, also dem Einzelnen zu begegnen. Und die digitalen Medien bieten mir dann eine ganze Reihe an Möglichkeiten, um das auch noch zusätzlich abzugrenzen und weitere Unterstützung anzubieten. Gibt es digitale Anwendungen, die du empfehlen kannst, die sich dafür besonders gut eignen? Ja, also das mit den digitalen Anwendungen ist so, dass wir wirklich gucken müssen, auf das einzelne Kind zu schauen. Was brauche ich eigentlich in diesem Lernsetting? Was brauche ich in dem Klassenraum? Welche Voraussetzungen sind da? Welche Bedürfnisse? Welche Schwierigkeiten sind da? Und dann gucke ich eigentlich im nächsten Schritt erst, welche digitalen Anwendungen eigentlich notwendig oder sinnvoll sein könnten. Eine gute Anlaufstelle ist die App-Liste von Karin Reber, die nutze ich sehr gerne und ich habe auf meiner Webseite auch Bewertungskriterien für Apps formuliert. Lea, vielen Dank für deine Einschätzung. Einblicke in seine Arbeit gibt uns jetzt der Förderschullehrer Fabio. Er unterrichtet körperlich beeinträchtigte Kinder. Fabio, was meinst du, gibt es Unterschiede zwischen digitaler und analoger Inklusion? Hallo Philly. Ja, aus meiner Sicht unterscheidet sich digitale Inklusion von analoger Inklusion vor allem in der Auswahl der Möglichkeiten, die ich habe. Digitale Medien bieten mir einen unglaublich großen Werkzeugkasten, den ich nutzen kann. Für mich geht es dabei und bei digitaler Inklusion vor allem darum, körperliche Beeinträchtigungen der Schülerinnen und Schüler zu kompensieren und diese in ihrer Selbstständigkeit zu fördern und zu fordern. Wenn ich Selbstständigkeit fördere, fördere ich gleichzeitig auch Lernkompetenz und digitale Kompetenz. Was man dabei nicht so richtig vergessen darf, ist die Fallhöhe. Die Fallhöhe ist bei digitalen Medien eine etwas andere als bei analogen Medien. Zumindest empfinde ich es so. Ich kann mich sehr schnell in dieser Auswahl der Möglichkeiten verhaspeln und mache den Unterricht dann komplizierter, als es am Ende nötig ist. Hast du denn praktische Beispiele aus deinem eigenen Arbeitsalltag? Also wo können Lehrkräfte ansetzen, wenn sie ihren Unterricht digital inklusiver gestalten möchten? Und worauf sollten sie dabei achten? Zuerst am eigenen Anspruch. Also man darf nicht den Anspruch haben, alles zu 100% digital umzusetzen. Vielmehr muss man sich die Charakteristika von Unterricht einmal anschauen und überlegen, in welcher Phase kann ich digitale Medien sinnvoll und für die Schüler im Hinblick auf einen Mehrwert einsetzen. Dabei, wenn ich an meine eigenen Anfänge zurückdenke, ging es mir vor allem darum, die Unterrichtseinstiege ein bisschen freier zu gestalten und ein bisschen mehr Selbstständigkeit und Teilhabe zu ermöglichen. Wir haben Schülerbeiträge mit digitalen Endgeräten an Smartboards und an interaktiven Whiteboards gesammelt. Dabei hatten sie die Möglichkeit, das Ganze per Text, per Foto, per Audio nach vorne zu schicken und wir konnten am Ende dann gemeinsam damit weiterarbeiten. Eine andere Einheit, die ich dabei im Kopf habe, wäre eine Deutscheinheit, die Lektüre, Emil und die Detektive. Dabei war es für mich wichtig, dass
alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen sich den Inhalt erarbeiten können. Das heißt, Schülerinnen und Schüler, die nicht lesen können, die weniger gut lesen können oder nicht richtig gut lesen können, erarbeiten sich den Inhalt komplett selbstständig. Dazu habe ich die Lektüre auf drei verschiedene Arten und Weisen vorbereitet. Ich habe sie zum einen eingesprochen, damit eben auch das betonte Lesen für die nicht Lesende, das betonte Zuhören für die nicht lesenden Schülerinnen und Schüler ermöglicht wurde. Schüler, die weniger gut lesen konnten, hatten natürlich den Auftrag, sich den Inhalt trotzdem selbstständig zu erlesen. Sie konnten aber per Text-to-Speech-Funktion sich den Inhalt nochmal nachhören und sich da nochmal vergewissern, ob sie alles richtig verstanden haben. Und die gut lesenden Schülerinnen und Schüler haben sich den Text klassisch in der Lektüre erlesen. Das Ganze kann man mit Tools machen, wie Smart Notebook, wie Worksheet Crafter oder auch mit der Hardware selber. Also iPads bieten da auch genug Möglichkeiten. Fabio, vielen Dank für deine Tipps. Alle genannten Tools und Links findet ihr wie immer unter diesem Video. Halten wir fest, digitale Inklusion ist nie eine One-Size-Fits-All-Lösung. Im Fokus müssen immer die einzelnen Schülerinnen und Schüler und ihre individuellen Bedürfnisse stehen, so wie bei allen Inklusionsfragen. Digitale Elemente können dabei helfen, Barrieren zu überwinden und die Medienkompetenz der Lernenden zu stärken. Und die ist eben eine Grundvoraussetzung, um an unserer digitalisierten Welt teilhaben zu können. Gleichzeitig können digitale Medien aber auch selbst Barrieren darstellen. Bildungshacks geht jetzt erstmal in eine längere Pause. Nach dem Sommer sind wir zurück. Schickt uns in der Zwischenzeit gern Themenvorschläge für weitere Folgen. Entweder per Mail an redaktion@werkstatt.bpb.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind raus für heute. Ahoi!